Wir kommen jetzt also zu den Stadtbäumen, zu dem Stadtgrün in Berlin. Und ich freue mich sehr, zwei Personen auf die Bühne zu bitten, die sich damit richtig gut auskennen. Einmal Sarah Buron vom Team Stadtgrün von der Grünliga Berlin. Applaus, 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 Applaus. Und Hi. Christian Hönig, Referent Baumschutz vom Bund Berlin. Herzlich willkommen. Hey, hallo. Ja, im Moment ist es ja nicht so heiß, aber im Sommer gab es schon mal ganz schön heiße Tage und da habe ich echt gedacht, boah, es wäre schön, wenn in meiner Straße noch ein paar mehr Bäume wären. Wie wichtig ist denn der Baumschutz in so einer Stadt wie Berlin? Ja, ganz wichtig. Also die Bäume sind eigentlich genauso mit den Grünanlagen, aber die Bäume sind die Klimaanlage eigentlich der Stadt. Weil müsst halt unter so einem Straßenbaum kann es bis zu 10 Grad kühler sein und halt so ein großer alter Straßenbaum, der wirft halt einen Schatten auf die Häuser, auf die Straße, auf diese ganzen Steinmassen, die wir angehäuft haben und verhindern, dass sie sich zu stark aufheizen und begünstigen dafür vor allem, dass sie sich nachts besonders schnell abkühlen oder schneller abkühlen. Und das ist auch ganz wichtig für unsere Gesundheit. Wie geht's aber den Berliner Bäumen? Also im Moment regnet zwar ganz gut, aber ich wohne zum Beispiel in so einer Straße im dritten Stock und gucke auf die Platanen und sehe, dass oben ganz schön viele trockene Spitzen sind in der Baumkrone. Also das fand ich schon dieses Jahr ziemlich erschreckend. Was ist denn so eine Bestandsaufnahme? Wie geht's den Berliner Stadtbäumen? Denen geht es wirklich sehr schlecht und du hast es genau richtig beobachtet. Oben im Baumwipfel, da erkennt man den Trockenstress am ehesten, weil der Baum einfach nicht mehr genug Wasser hat, um es bis ganz nach oben zu pumpen. Da fängt die ganze Misere an. Es geht denen so schlecht, das konnten wir jetzt auch nachweisen im Baumreport, dass seit diesen Trockenjahren, seit 2018, werden circa ein Drittel mehr Bäume gefällt. Ist einfach normalerweise werden bis zu 4.000 bis 5.000 Straßenbäume gefällt. Jetzt sind es 6.000 und mehr jedes Jahr für Jahr und das ist jetzt erst der Anfang. Und auch dieses Jahr, auch wenn es jetzt viel geregnet hat im Sommer, aber so in der wichtigen Zeit, im Frühjahr, wo die Bäume auch einfach das Wasser brauchen, um auszutreiben, um die ganzen Blätter neu zu bilden, da hat es auch wieder gefehlt und insgesamt fehlt ein Jahr Niederschlag. Das ist einfach ein Jahr Regen, das weg ist. Und warum reicht es nicht, dass jetzt irgendwie das so regnet? Na, weil gerade die Bäume halt beim Blattaustrieb, also die Bäume legen halt im Vorjahr, legen sie halt ihren Knospen schon die Blätter ab und das ist dann wie eine leere Hülle und dann im Frühjahr pumpen sie das ganze Wasser rein und dadurch breiten sie die Blätter auch erst aus. Und da brauchen sie einfach besonders viel Wasser und da zieht sich so ein Baum einen großen Teil seiner Substanz da hoch. Und wenn da einfach kein Wasser da ist, dann fallen die Blätter schon mal kleiner aus, werden auch insgesamt weniger ausgebildet und dann fehlt auch einfach dem Baum auf lange Sicht, fehlt die Kraft, Photosynthese zu betreiben. Und dann nämlich auch diese ganzen Baustoffe, die sie brauchen, nicht nur für neue Äste und Blätter, sondern auch für neue Wurzeln halt, um besser an Wasser ranzukommen. Und derzeit haben sie sich auf einem sehr niedrigen Niveau stabilisiert, aber es ist halt einfach, sie darben. Und je jünger die Bäume, desto schwieriger ist es für sie an Wasser zu kommen, weil die Wurzeln einfach ja auch noch nicht so tief sind, ne? Ja, genau. Ab wann kann so ein Baum besser überleben? Ab wie vielen Jahren? Ab wann ist er sozusagen im Teenageralter und ist irgendwie durchs Schlimmste durch? Ja, man sagt in der Regel 10 Jahre nach der Pflanzung, aber da sind die auch noch gar keine 10 Jahre alt, die sind ja schon ein paar Jahre, so 4, 5 Jahre sind die ja alt, dann kommen sie aus der Baumschule, kommen sie dann halt in die Straße rein und dann brauchen sie circa 10 Jahre, aber das hängt auch sehr stark davon ab, wie viel Platz sie eigentlich haben, weil viele Bäumchen stehen ja auch nur in so einer kleinen Baumscheibe, so auf dem Handtuch und da haben sie auch nicht viel Erde, die sie durchwurzeln können. Mhm. Und da setzt ja auch ein Projekt von der Grünen Liga Berlin an, und zwar Rettet unsere Bäume. Was ist denn das für eine Aktion? Also da wird ja ganz konkret zum Gießen aufgefordert und auch unterstützt. Ja, genau. Wir haben dieses Jahr Rettet unsere Bäume gestartet, zusammen mit Spreequell. Einfach, weil wir immer wieder die Anfragen bekommen, dass die Berlinerinnen und Berliner sagen, wir wollen was machen für unseren Straßenbaum, wie mache ich das denn überhaupt richtig? Dann hat man in den Medien gesehen, es wurde groß aufgerufen, auch von der Stadt Berlin, die ja auch eigentlich fürs Gießen zuständig ist, dass doch die Anwohner auch mitgießen sollen.
Und, die Wasserbetriebe gedacht, freuen sich, ne? Genau, da haben wir uns gedacht, okay, wir wollen das praktisch unterstützen und wir geben Gießsets raus, also auch für junge Bäume Gießsäcke und Gießkannen. Die Gießsäcke ganz einfach deshalb, weil das Problem ist, dass oft die Baumscheiben so sind, dass das Wasser einfach direkt abfließt, wenn die Leute gießen. Also wir versuchen ja auch so ein bisschen zu erklären, wie gieße ich den Baum am besten, in welchem Alter gieße ich am besten. Und ein Punkt ist eben, dass man nicht, sag ich mal, jeden Tag mit so einer 5-Liter-Kanne kommt, sondern lieber auf einmal auch eine größere Menge gießt, dass es auch wirklich richtig einsickern kann und die Wurzeln versorgt werden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das auch mit den Gießsäcken. Da kann man sich dann bei uns anmelden und dann checken wir auch, ist der Baum geeignet. Also wir schicken die nicht einfach so raus, sondern auch in Zusammenarbeit mit der Seite Gieß den Kiez, wo man dann gucken kann, wie alt ist der Baum, ja, das ist welchen Wasserbedarf hat der. Gieß den Kiez, da kann man sich wirklich angucken, ja, wie alt ist der Baum, der vor meinem Haus steht oder in meiner Straße. Und es gibt sogar eine Liste von öffentlichen Pumpen, die man auch irgendwie besuchen kann. Das heißt, wenn eine in der Nähe ist, dann kann man sich vielleicht eine Sackkarre holen oder, weiß ich nicht, um den großen Eimer oder den Gießsack da vielleicht drauf zu transportieren, ne? Ja, das ist dann natürlich auch optimal. Wer Glück hat, dass bei ihm genau die Pumpe ist, das erleichtert natürlich das Gießen ungemein, weil ansonsten... Macht es auch ein bisschen billiger? Macht es günstiger, genau. Aber manchmal ist es so, da muss man fragen. Es gibt ja durchaus auch mal eine nette Hausverwaltung, die einem vielleicht erlaubt, Wasser zu entnehmen und damit zu gießen, dass... Ja, oder wir haben auch zum Beispiel Geschäfte, die mitmachen. Ne? Es sind ja auch nicht nur Privatpersonen, Leute, die vor ihrem Laden sehen, wie es dem Baum geht und die dann auch sagen, okay, das ist es mir jetzt wert, dass ich hier vor meinem Laden schön im Schatten sitzen kann, dann gieße ich auch den Baum mit. Genau, und oft werden dann ja auch noch Baumpatenschaften gleich eingegangen, also dass die Baumscheibe mit bepflanzt wird, vielleicht sogar auch insektenfreundlich und dann da sieht man ja direkter den Einfluss vom Gießen. Ne? Also wenn das Gänseblümchen den Kopf hängen lässt, dann weiß man, ah, okay, ich muss jetzt mal wieder gießen. Wie viel Wasser braucht denn aber so ein stattlicher Baum? Sagen wir mal so ein 10 Jahre alter Baum, wie viel muss der denn Wasser bekommen? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt immer so diesen Richtwert, der ist je nach so Baumart zwischen 200 und 400 Liter am Tag, was so ein Baum einfach nur durchläuft. Aber das ist jetzt nicht nur die reine Wassermenge, die wir dem Baum geben, sondern der zieht auch noch sozusagen Wasser aus im Erdreich und egal wie trocken es ist, ein bisschen Kondenswasser habe ich da immer. Es gibt immer einen Trauf, der sozusagen an den Blättern kondensiert, am Stamm abläuft. Aber so aus dieser gesamten Wasserbilanz muss man halt schon, also zwischen... Das hängt auch noch sehr stark davon ab, in welchen Straßen der halt dann noch steht, wie groß die Hitzeeinwirkung da auf dem Baum selber ist. Was jetzt so fürs Gießen wichtig ist, ist circa, wenn man dem einmal in der Woche die komplette Baumscheibe, wo da drin steht, unter Wasser setzt, da sind wir so bei circa, ich sage immer, 8 bis 10 Eimern, da sind wir bei 100 Liter, die wir dem Baum halt spendieren. Es sind halt, warum ich jetzt ja auch so ein bisschen da rumhänge, ist, weil das, was man in Büchern liest, was ein Baum halt dann durchsetzt, ist quasi die gesamte Wassermenge, aber das ist nicht das, was wir eben gießen müssen. So. Also insofern, man muss es ein bisschen ausprobieren auch oder woher also, hole ich mir vielleicht dann auch noch Tipps fürs Gießen? Man ist einfach mit diesen 10 Eimern in der Woche, ist man immer auf der sicheren Seite und ansonsten, was man machen kann, ist beim Gießen vor dem Baum so ein bisschen die Erde dann nochmal anfeuchten. Wir kennen das eigentlich, wenn wir so aus dem Urlaub nach Hause kommen, dann Zimmerpflanzen wieder gießen. So der erste Guss, die Erde ist bretthart, geht immer aufs läuft Fensterbrett. Sofort, ach genau, läuft sofort, genau. Aber wenn man da mal so angießen, warten, bis er aufnahmefähig ist und dann einfach so lange hinterherkippen, bis da nichts mehr reingeht. Das, und dann weiß ich, wie viel Wasser der Baum braucht. Das ist wahrscheinlich auch das Problem bei Starkregen. Also wenn es im Sommer zum Beispiel heiß war und die Erde trocken irgendwie, dann wird so ein Starkregen auch nicht viel nützen, weil es gar nicht richtig einsickert, sondern in den Gully abfließt, oder? Ja, das ist ein Riesenproblem, das wir halt in Berlin haben, dass ja die Erde selber, zumindest im Baumscheiben, die kann das Wasser nicht mehr aufnehmen. Gerade bei diesen Starkregen, so ein Gewitter in der Regel, so ein Regenguss, der dauert eine Minute, vielleicht 2, 3. Und dann das Wasser, das dringt halt gar nicht ein. Deswegen müssen wir insgesamt die Stadt auch viel mehr aufnahmefähiger machen für das Regenwasser. Weil also Trinkwasser zum Bäumegießen verwenden ist gut für die Bäume, aber Trinkwasser ist ein sehr kostbares Gut. Und wenn wir an andere Wasserquellen rankommen, eben wie diese Pumpen oder Grundwasser, das wäre wichtig. Wir haben jetzt ganz viel über die Stadt Bäume gesprochen, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Projekte rund ums Stadtgrün. Was bietet da die Grüne Liga Berlin alles noch an, Sarah? Ja, also wir beraten ja und unterstützen schon seit
vielen Jahren immer Leute, die zu uns kommen und sagen, sie wollen bei sich vielleicht gemeinschaftlich im Hof was begrünen, sie wollen ihren Balkon begrünen. Da hatten wir dieses Jahr auch eine Aktion, wo wir uns besonders darauf konzentriert haben, diese ganz kleinen Flächen zu machen, weil so ein bisschen war das auch während dieser Corona-Zeit, waren auf einmal alle damit beschäftigt, ihren Balkon auf Vordermann zu bringen. Alle waren viel mehr zu Hause und wollten irgendwie wissen, wie kann ich das denn jetzt für die Bienen richtig machen? Also da war ein Riesenbedarf, das können, glaube ich, wahrscheinlich alle bestätigen, dass da ganz viele Anfragen kamen und wo wir jetzt auch einen kleinen Wettbewerb gemacht haben, weil das natürlich auch was bringt im Kleinen. Also wenn man bei sich sich für insektenfreundliche Pflanzen zum Beispiel auf dem Balkon entscheidet, dann hat man ja, sag ich mal, schon so einen kleinen Zwischenstopp, wo die nochmal vielleicht einen Snack nehmen können in so einem ganz großen Netzwerk von Grünflächen. Das ersetzt natürlich nicht, sag ich mal, natürliche Lebensräume, aber es ist auch ein kleiner Beitrag und den machen ja viele gerne. Dann gibt es auch ganz viele Projekte noch in der Innenstadt, zum Beispiel auch in Marzahn-Hellersdorf, gemeinsam Gärtnern zusammenwachsen. Was ist das? Ja, genau, da geht es auch noch mal so ein bisschen um die soziale Komponente beim Gärtnern. Also ich habe jetzt gerade erzählt, das ist super für die Bienen, die dann da zusammenkommen, aber gerade Gärtnern in der Stadt, das merkt man ja auch, da geht es auch nicht nur rein darum, was zu begrünen, sondern das ist ja oft auch was, wo Menschen zusammenkommen und was gemeinsam machen, sei das beim Bäumegießen oder sei das auch, wenn man einen nachbarschaftlichen Garten anlegt. Und Marzahn-Hellersdorf ist ein Bezirk, wo jetzt, also es ist grün, aber da denken jetzt die meisten vielleicht nicht im ersten Moment dran, dass da jetzt viel Urban Gardening los sein könnte, weil das verbindet man ja eigentlich eher immer so ein bisschen mit der innenstädtische verrückte Brachflächen, die da begrünt werden. Und da ist es so, dass in den letzten Jahren doch tatsächlich viele Projekte entstanden sind, also auch dort. Der Bezirk wächst auch sehr, also da wird auch wieder gebaut, da kommen junge Familien hin, da wurden Unterkünfte für Geflüchtete gebaut und all diese neuen Nachbarn, also ob die jetzt irgendwie aus Stuttgart kommen oder aus Damaskus, wenn die sich am Beet zusammentreffen, dann können die sich da auch verwurzeln. Und das, was wir machen, ist eigentlich so ein bisschen diese Projekte allesamt unterstützen und auch so vernetzen, also vor allen Dingen dieses Voneinanderlernen, dass man sich austauscht und nicht so einzeln die Gartenprojekte sieht, sondern als großes Und nicht Ganzes. Nur seinen eigenen Balkon bepflanzt. Genau, sondern auch gemeinsam. Das hoffentlich ist ja zum Teil jetzt wieder möglich, auch trotz Corona-Pandemie. Ja. Vielen Dank erstmal dafür. Noch abschließend an Herrn Hönig die Frage nochmal zum großen Ganzen. In den letzten Jahren hat Berlin eine Charta für das Berliner Stadtgrün entwickelt und erarbeitet. Was sind da denn konkrete Maßnahmen? Ja, da muss ich jetzt ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich weiß, wir haben keine Zeit. Die Charta fürs Berliner Stadtgrün war eigentlich eine Idee, die auch aus den von den Naturschutzverbänden kam, um eigentlich die Flächen zu sichern. Weil in Berlin wird gebaut ohne Ende und alles wird versiegelt. Exakt, und irgendwann ist vorbei. Und irgendwann brauchen wir genau diese nicht versiegelten Flächen, diese grünen Freiflächen, um die einfach zu. Und die Charta sollte diese grünen Freiflächen einfach schützen, als auch so als ein bisschen so ein Sicherungsnetz für Berlin. Dass wir einfach nur diese grüne Infrastruktur halt haben, an der entlang die Stadt dann halt wachsen kann. Jetzt muss man auch sagen, die Charta ist jetzt leider geplatzt. Da wurde sehr viel dran rumgeredet, aber jetzt kurz im Abgeordnetenhaus ist dann sozusagen, wollte man sie nicht abnehmen. Die SPD wollte weniger Flächen drin haben, als die anderen Parteien das wollten und deswegen hat man es jetzt kurz vorher noch aufgekündigt, was natürlich in Zeiten, wo wir halt merken, wir brauchen diese Flächen, wir brauchen die grüne Infrastruktur, wir brauchen einen Platz auch für die Bäume, einfach nur ein absolutes Unding ist. Die Klimakrise steht vor der Tür, deswegen leidet ja auch die Stadtnatur und das ist Und der Mensch damit auch. Ja, und wir verstehen das alles nicht, warum jetzt auch so blöden, beschissenen Manövern, ich sag's das jetzt mal so, dass jetzt halt diese Charta einfach nicht gekommen ist. Habt ihr denn Hoffnung, dass diese Charta vielleicht dann in einer neuen Koalitionsverhandlung nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus wieder eine neue Chance haben könnte? Na, kommt natürlich darauf an, wer ja, dann nee, die also Koalition das, bildet. Da spricht, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die ist quasi erarbeitet. Es gibt auch ein Handlungspaket mit ganz vielen Maßnahmen. Das sind alles Maßnahmen, die seit Jahrzehnten im Natur- und Umweltschutz halt fehlen. Und die sind jetzt schon fertig erarbeitet. Und wir haben natürlich dann die Angst, dass dann jetzt in ein, zwei Jahren eine Charta Ultralight dann auf der dann rausgezogen wird. Aber
die Charta, so wie sie jetzt schon erarbeitet war, ging nicht weit genug, weil es keine echte Flächensicherung gab, weil die Maßnahmen nur an der Oberfläche gekratzt haben. Und wir haben da schon die Angst, und ich glaube, das spreche ich für alle Verbände, dass das, was jetzt noch kommt und uns präsentiert wird, dass das noch weniger ernst gemeint sein wird. Wie gesagt, das ist Charta Ultralight, und damit kommen wir dann auch nicht weiter. Also wir brauchen jetzt Klimaschutz, und zwar sofort. Ich hoffe, dass ihr weiter dafür kämpfen könnt. Das werden wir. Und ihr werdet dafür kämpfen, genau. Vielen Dank für das Engagement und für das Stadtgrün, das nicht nur für das Grün an sich, für die Bäume an sich, für die Pflanzen an sich, für die Umwelt, sondern auch für uns Menschen sehr, sehr überlebensnotwendig ist. Wir hatten am Anfang des Umweltfestivals hier auf der Bühne dazu auch ein Gespräch. Vielen Dank an Sarah Born von der Grünen Liga Berlin und an Christian Hönig vom BUND Berlin. Dankeschön für euer Engagement auch. Danke. Applaus. Tschüss.